Dieter, Thomas, wir sind ja jetzt quasi Fernsehkollegen. Der erste Wettkampf ist rum und wie war dein Eindruck? Ja, war super. Also aus deutscher Sicht natürlich freuen wir uns besonders über den zweiten Platz. Und war, glaube ich, ein sehr spannender Wettkampf. Wir hätten nie gedacht, dass wir so weit vorne sind. Aber für den einen oder anderen war es ein bisschen härter. Für den Norweger tut es mir leid, auch für Adam Matisch, der bei der Qualifikation leider ausgeschieden ist. Sonst wäre er im Wettkampf morgen dabei. Das ist besonders schade, weil er einen guten Sprung ist, jetzt in den Mannschaftsspringen. Aber so ist halt der Sport. Der Wind gehört dazu. Und ja, wir können, glaube ich, alle ganz gut damit leben, dass der Durchgang durchging und wir einen guten Wettkampf hatten. Und freuen uns schon auf den Morgen. Super. Ein kurzes Wort noch zu Pascal Bobmer. Der war unheimlich gut, der war unheimlich konstant auch. Ja, also Pascal ist unfassbar. Also mir freut es, er ist ein 18-jähriger Junge. Und genau auf sowas haben wir ja eigentlich gewartet. Wir müssen natürlich noch die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen vorsichtig sein, abwarten, den nicht zu hochheben, dass er nicht abhebt, sondern wir müssen es so sehen, wie die Leistung war. Die war sensationell, auch auf dieser Schanze. Wir müssen es einfach weiter verfolgen. Aber wir setzen uns sehr gut, dass wir freuen uns, dass er heute halt so eine tolle Leistung gebracht hat. Dankeschön, Dieter. Bis morgen.